Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Silent Hill 2. Ja, im letzten Part haben wir uns ein Videoband angeguckt. Ja, von dem Urlaub anscheinend oder wie auch immer, von James und Mary. Und so mittendrin war dann zu erkennen, dass James. Jetzt geht das wieder los. Seine Frau wohl umgebracht hat. Hilfe! Und jetzt sind wir hier irgendwie, also das Hotel hat sich auf jeden Fall verändert. Und jetzt sind wir in so einem Irrgarten hier gefangen und ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Was ist denn, geht das hier noch weiter? Oh. Aber natürlich geht das hier noch weiter. Ah, okay. Und jetzt bin ich auch auf der anderen Seite. Da war doch eben noch eine Tür. Ach so, die ist dicht, okay. Nein, danke, da war ich schon. Da will ich nicht wieder zurück. Da ging es nämlich nicht weiter. Also diese Tür meiden. Ach, das ist so gemein hier manchmal, ehrlich. Ah. Große bedrohliche Tür, schon klar. Was auch sonst? Wo bin ich denn jetzt? Achso. Ja. Okay, ich bin hier. Das sieht ja alles gar nicht mehr so schön aus. Ich mach. Halt. James, James, was siehst du? Nimm. Ampulle. Sehr gut. Kann, glaube ich, nicht schaden. Ein Fahrstuhl, der auch funktioniert. Sehr schön. Tja. Ich bin echt gespannt, wo das alles hier noch hinführt. Aber natürlich, es geht nach unten. Was denn auch sonst, meine Lieben? Was denn auch sonst? Was? Was ist das? Was ist das? Achso, okay. Da ist schon wieder. Hört ihr das? Ein ganz leises Atmen. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt. Ja, bitte, bitte. Aber guck mal, wir werden hier jetzt gerade schon mit so viel Gesundheitsdrinks, Ampullen und schieß mich tot, gefüttert. Munition. Nee, ich will jetzt auch keinen Kühlschrank. Oh, er kann jetzt sogar mit der Waffe laufen. Das finde ich, zumindest ein bisschen beruhigend.
Irgendwas ist hier. Ups. Mama! Mama, I was looking for you. Now you're the only one left. Maybe then I can rest. Mama, why are you running away? You're not my mama. It's you. Oh, I'm sorry. Angela, no. Thank you for saving me. But I wish you hadn't. Even Mama said it. I deserved what happened. No, Angela, that's wrong. No, don't pity me. I'm not worth it. Or maybe you think you can save me. Will you love me? Take care of me? Heal all my pain? That's what I thought. James, give me back that knife. No, I won't. Saving it for yourself? Me? No, I'd never kill myself. It's hot as hell in here. You see it too. For me, it's always like this. Oh je. Ja, krass, ich würde sagen, das war dann auch das letzte Treffen mit Angela. Hallo, James. So wie es aussieht, hat sie sich jetzt wohl umgebracht. Aber sie scheint auch ziemlich gelitten zu haben. Also was auch immer ihr genau passiert ist, es muss sie innerlich zerstört haben. Warum sind wir jetzt hier? Das sieht ja nett aus. Wo sind wir? Es
Ist das ganz unten? Okay. Mal gucken, ob hier überhaupt irgendetwas aufgeht. Du Scheiße. Halt. Halt. James. Was ist das? Hier. Hier. Yippie. Kaputt. James, James, James. Oh, der hat mich schon einmal erwischt. Oh. So, oh Gott. Gegen diese Dinger kann ich ja noch nicht mal was tun. Oh, guckt euch das mal an, ey. Okay, 15, 14 habe ich davon, 7 habe ich davon. Jo. Ja, ihr Lieben, ich würde sagen, ich lag mit meiner Einschätzung richtig. Wir kommen dem Ende entgegen, denn wenn da 9 Speicherpunkte hängen, dann sind wir am Ende. Mehr oder weniger. Ja, die Tür, die sieht auch nicht gerade freundlich aus. Ich will gar nicht wissen, wer dahinter ist. Ich behaupte einfach, das Spiel ist hier schon zu Ende. Nein, tue ich natürlich nicht. Ach du Scheiße. Okay. Ja. Der Umschlag ist leer. Okay, ich guck mal eben, wie ich hier von der Munition her ausgestattet bin. Eigentlich relativ gut. Nee, warte mal. Ausrüsten. Das ist ja immer noch meine Lieblingswaffe, muss ich sagen, weil die am schnellsten reagiert. Die Schrot richtet wahrscheinlich den größten Schaden an, aber naja. Gut. Ihr Lieben, ich werde hier jetzt speichern und dann den Part beenden. Und im nächsten Part schauen wir dann, was da was sich da hinter der Tür verbirgt. Eieieiei. Das kann ja was werden. Naja, gut. Okay. Ich hoffe, wir schaffen das, was auch immer dahinter ist. Gut. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Kommentar da, gebt mir einen Daumen hoch, unterstützt mich damit. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dann.